Da läuft jemand vor den Gabelstapler. Akute Unfallgefahr, aber es tutet und stoppt. Die spezielle Sicherheitsweste wurde vom Assistenzsystem erkannt. Unfall verhindert. Hier nur eine Demonstration für die Gesundheitsministerin. Das Unternehmen in Wustermark rüstet, etwa Gabelstapler, sicherheitstechnisch nach. Arbeitsschutz, das passt. Die Ministerin stellt die aktuelle Statistik meldepflichtiger, also schwererer Arbeitsunfälle vor. Und da zeigt sich, die Zahl sinkt. Zuletzt waren es nur gut 21.000. Aber noch immer knapp über dem Bundestrend, also noch mehr Arbeitsschutz. Es geht halt hauptsächlich darum, präventiv zu wirken und zu sagen, da müsst ihr nachrüsten, da müsst ihr besser schulen. Und da gibt es auch technische Lösungen. So etwas hier etwa. Licht und Symbol warnen vor, da rollt gleich eine ziemlich leise Gefahr hinter der Ecke vor. Alles made in Wustermark. Das Unternehmen macht auch Schulungen. Der Bedarf ist hoch. Allerdings wird in einigen Fällen also erst nachgefragt, wenn wirklich ein schwerer Unfall passiert ist. Und das ist bedauerlich, weil man im Vorfeld viel dafür tun kann, dass eben diese Unfälle nicht passieren. Immerhin gab es im letzten Jahr noch 12 tödliche Arbeitsunfälle in Brandenburg. Nach Kontrollen werden noch immer wieder Ordnungsverfahren eingeleitet. Wobei das mit der Kontrolle so eine Sache ist. Wir sind ab 2026 dazu verpflichtet, 5% der Betriebe im Land Brandenburg aufzusuchen und zu überwachen jährlich. Wir sind im Moment bei einer Quote etwas über 2%. Da hapert es oft an ausreichend Personal für Kontrollen. Das Wustermarker Unternehmen unterstützt mit Prävention, Schulung und etwa solchen Kameras und Sensoren. Eine künstliche Intelligenz ist auf das Erkennen von Menschen trainiert, greift aktiv in die Steuerung ein. Ein Monitor zeigt und warnt. Im Paket kostet das hier um die 2.800 Euro.